Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zu XCOM Enemies mit dem Long War Season 5. Jo, wir gehen heute in den nächsten Alien-Schutzpunkt rein. Und ja, unser Trupp steht bereit. Angeführt wird der Trupp von unserem... Moment, du heißt Gunner? Nee, das ist ein Spitzname. Von Bucker, unserem Field Commander. Dann haben wir Delaram als Scout dabei. Vienna ist der Sniper dieser Mission. Dann haben wir die Brüder Lemke dabei. Als Rocketeer, beide. Dann ist Silas als Gunner mit dabei. Axel, unser Kampfmedic, ist auch mit am Start. Hoffen wir mal, es geht da nichts schief. Er hat die Chemgrenade mit dabei. Hoffen wir mal... Moment, das habe ich jetzt gar nicht überprüft. Das weiß ich nicht, aufgepasst. Yep, er hat zwei Stück. Besser als keine. Und dann haben wir noch zu guter Letzt unsere drei Mechs dabei. Einmal Zahn in unserer Marauder. Dann haben wir Frieda, einen unserer Goliaths. Und dann haben wir Roadblock, unseren Beschützer. Und ich würde mal sagen, brechen wir direkt mal auf. Dam, da-dam, da-dam, da-dam. Dam, da-dam, da-dam, da-dam. Transporter ist eingetroffen. Nun gut, wir gehen in den Angriff. Dieser Generalschlüssel sollte Ihnen Zutritt zum Alienlager verschaffen. Wir haben aber nur diesen einen Versuch. Den sollten wir nutzen. Jawohl. Wir werden ihn auch nutzen, wenn wir dort erstmal angekommen sind. Und wir zum 500. Mal dieselben Fragen gehört haben. Na dann, go! Also, wenn wir es noch nicht wüssten, was die mit denen machen, ne? Bisher haben wir keinen Sichtkontakt zum Feind. Das ist aber kein Grund, die Füße hochzulegen. Wir rechnen mit erbittertem Widerstand. Wahrscheinlich rücken die Aliens gerade vor. Ich würde mal behaupten, das wären die neuen Advent-Burger, oder? Verstanden, Commander! Moment. Hier nichts, da nichts? Achso, da geht's noch ein bisschen weiter rüber. Nun gut. Geh mal hier hin. Ich mache mich auf den Weg. Bitte nichts triggern, bitte nichts triggern, bitte nichts triggern. Gut. Da kann ich ja meine anderen Mechs genau hier raufschicken. Zahn, du bitte ebenfalls. Rücke vor. Gut. Geh mal bitte hier hin. Nichts. Hm. Tja, die Aliens werden immer ruhiger, ne? Detlef hier hin. Matthias hier hin. Bucker, du stellst dich mal hier hin. Axel, du rennst mal. Ausnahmsweise und genau hier hin. Vienna, du stellst dich mal hier mittig auf. Unterwegs. Und dann nur noch Delaram. Du gehst hier hin. Gut, das wär's dann mit unserer ersten Runde. Gut, Floater, Mutons, Finman oder waren es Sektoiden? Ich glaube Sektoiden. Cyberdisk? Doch, das sind Sektoiden. Und mehr Mutons. Nichts Gefährlicheres? Hm. Zahn, rück vor. Tja, wir kennen jetzt den Ort, an dem sie die Entführten verschleppen. Was sie damit bezwecken, wissen wir aber immer noch nicht. Advent Burger. Ja, ich bleib bei Advent Burgern.
Was wollen die denn sonst machen, ne? Weihnachten steht vor der Tür. Da braucht man was für einen Advent, ne? Gut. Das ist jetzt der eine bekannte Schritt zu viel, oder? Nicht einmal. Sehr merkwürdig. Na dann, Leute, aufrücken. Nun gut. Einer nach dem anderen. Vienna, du kommst vorsichtshalber auch mal mit. Oh, links von uns ist ein Cyberdisk. Geräusch registriert. Kommt ihr auch direkt her, oder? Nun gut. Ich würde es begrüßen, wenn die Aliens ihren Zug nicht so spannend machen würden. Die können sich halt gleichzeitig bewegen, von daher. Was soll's. Und da drüben haben wir anscheinend eine Cyberdisk. Mal gucken, ob wir sie triggern. Und die Tür ist auf... Nee, dort? Hättest du nicht auf der anderen Seite sein müssen? Nun gut. Warum denn nicht? Matthias Schredder. Und sie fliegt auch noch. Na, herzlichen Glückwunsch. Da fliegt direkt die nächste Rakete hinterher. Gut, eine Drohne weniger. So, Detlef, deins. Oh ja, das gibt einen schönen Knall. Und sie ist zur Hälfte down. Vienna, siehst du? Nein, leider nicht. Roadblock 100%. Na komm. 100%, das fragen wir doch nicht nochmal nach, ne? Frieda, du vielleicht? Drücke vor. Yep, ein Schritt zu viel. Aber wenn die jetzt trifft, ne, dann fresse ich einen Besen. Genau. Schwerer Beschuss ganz in meiner Nähe. Gut. Feuer frei. Ich hätte schwören können, die Cyberdisk ist auf der anderen Seite. So vom Hören her. Vielleicht ist da ja noch eine. Begebe mich an neue Position. Feldposten. So, der Rest darf natürlich mit aufrücken. Rücke aus. Auf dem Weg. Backer hier hin in die Mitte. Silas hier hin. Vienna natürlich hier hin. So, Steady Weapon. Und Overwatch. Ich hoffe mal, mir gehen nicht die Raketen vorzeitig aus. Das wäre ein kleines Desaster. Also irgendwas ist dort. Weißt du was? Ihr rückt erstmal nach. Und dann laden wir mal alles durch, was gefeuert hat. Bin wieder soweit. Bin wieder kampfbereit. Nun gut, Feldposten. Da werden wir uns noch nicht weiter vorbewegen. Ich glaube, wir sind nicht allein. Ach, glaubst du das? Wie kommst du denn auf diesen Gedanken?
Na, guck mal. Mutants. Hi. Ach, versteckt euch doch nicht alle. Komm ich da mit dem Flammenwerfer ran? Ich glaube eher weniger, oder? Nö. Zahn, geh mal hier hin. Schieß mal auf den hier. Immerhin. Damit kann man leben. Du gehst mir mal hier hin. Du wirst allerdings einen Overwatch machen. Aus dem einfachen Grund, weil du halt ein Overwatch-Schmeck bist. Frieda. Du gehst hier hin. Einer für alle. Defensivstellung hier. Go. Das war doch keine Annäherungsmine, oder doch? Nee, war es nicht. Alles klar. Bin unterwegs. So, Bakker. Du, auch Feldposten. Und der Rest reiht sich hier hinten auf. Hm, sehr nett. Ja, doch. Guter Schuss und guter Treffer. Position confirmed. Habt ihr leider keinen Platz gelassen. Das finde ich schade. Nun gut, geh mal hier hin. Das war's dann wohl. Gleich hätte er jetzt auch direkt eine Rakete ums Eck schießen können, aber muss nicht sein. Ich würde es begrüßen, wenn da ein oder zwei von denen einfach hier so reingelaufen kommen und dann von unseren Overwatches empfangen werden. Aber die werden sich erstmal hier und hier an die Türen stellen und blöd gucken und mit Granaten schmeißen, auf uns schießen. Das komplette Programm eben. Du schießt. Ja gut. Und die haben beide Sentinel, von daher kein Problem. Moment, das war's schon. Ja, die stehen allesamt hier. Na komm, geh mal hier. Position. Hi. Na Leute, alles klar? Ach, du bist Zahn. Das bedeutet erstmal, dass ich auf den... Nee. Schieß doch lieber auf den hier zuerst. Und er ist erledigt. Kein Flammenwerfer nötig. Sehr gut. Dann bitte noch den hier. Gut. Ist da hinten noch einer? Erledigt. Falsche Seite. Ich hoffe mal, dass du mit dem Flammenwerfer noch rankommst. Zumindest an den Elite-Muton. Das ist ja auch nicht verkehrt. Und wenn er jetzt nicht hin... Doch, der gerät in Panik. Das verschafft uns Zeit. Ich bin schon auf dem Weg. Kann ich da noch eine Annäherungsmine hinschmeißen? Lohnt sich gar nicht. Na, schieß einfach mal. Vielleicht triffst der. Und wie du triffst. Hervorragend. Bakker hier hin. Und Feldposten.
So, Jungs. Ihr rückt mal alle weiter auf. Oh nein, das war ein Fehler, aber der konnte jetzt hier reingehen. Oh ne. Das war nicht so durchdacht. Delarame hier hin. Und Silas, du gehst hier hin. Ich glaube, das war's dann von meiner Bewegung hier, oder? Yep. Na dann, Overwatch All. Der schiebt hier noch Panik, finde ich absolut legitim. Und du? Du rennst tatsächlich weg. Guter Schachzug. Gib mir mal einen Battlescanner. Ich will wissen, was sich hier aufhält. Ja genau, schmeiß einfach hier hin. Das sollte uns einen halbwegs guten Überblick verschaffen. Drohnen. Ganze Menge kleiner Drohnen. Geh mal hier hin. Neue Ziele ausgemacht. Ja, sind nur Drohnen, keine Sorge. Wenn die alle auf einem Fleck stehen bleiben, dann holen wir uns die mit einer Granate. Mit einer Rakete. Reicht das? Jupp, das reicht. So, Rakete. Damit wir diese nervigen Drohnen hier loswerden. Schade um die Alien-Nahrung, aber allzu viel Geld brauchen wir auch nicht mehr. Das passt schon. Ja, da war es nur noch ein Drönchen. Vienna, ich glaube, das Drönchen gehört dir. Reicht das? Nein, die ist einfach zu dick gepanzert. Sahn. Du verprügelst mir jetzt erstmal diesen Elite-Muton hier. Um auf Nummer sicher zu gehen. Schade, dass wir es nicht genau gesehen haben. Gut. Frieda, hier hin. Und feuerfrei. Das reicht. Gut. Ist doch schön, wenn sich die Mechs die Kills teilen, weil die müssen noch trainiert werden. Gegnerisches Ziel neutralisiert. Mhm. In Bewegung. So, Leute, dann rückt mal alle auf. Affirmative. Ich mach mich auf. Verstanden. Unterwegs. So, Feldposten. Von mir aus auch du ein Feldposten. Und du sowieso. Guck mal, da ist ja noch ein Drönchen. Hast du da drüben Verbündete oder warum fliegst du da hin? Das werden wir noch früh genug herausfinden. Aber schön, dass du gelandet bist. Das macht die ganze Sache einfacher für uns. So, du hast ja noch Munition. Also holst du mir die Drohne. Ah, guck mal, Sektoids. Und Exalt-Agenten. Alles klar. Okay. Nun gut. Die werden erstmal rennen, aber die beiden schieben erstmal Panik. Ich halte nicht mehr lang durch. Gut. Bin
bin schon dabei, Commander. Siehst du von da aus was? Nein, macht aber nichts. Doch, es macht was aus. Weil du kein Archer bist. Lad nach. Defensivstellung hier. Munition nachgeladen. Bakker, schieß mal bitte die Drohne hier ab. Danke. X-Ray ausgeschaltet. Da kannst du noch auf Feldposten gehen. Du hast keinen Lockenload, oder doch? Lockenload. Sieht nicht danach aus. Aber du hast ja noch zwei Schuss, von daher Feldposten. Wobei, ich könnte den hier mal die Deckung wegnehmen. Da müssen die sich auf jeden Fall bewegen. Die werden hier alle rennen. Die Frage ist nur, wohin? Oh, die Deckung hat es überlebt. Also werden nur die beiden rennen und die Sektor ist da drüben. Alles klar. Silas bekommt von da hinten nichts. Gut, du rennst hier entlang. Vienna, geh mal in die Luft. Du siehst da nichts. Ernsthaft? Nun gut. Silas, hier hoch. Matthias, hier hin. Axel, du gehst, du bleibst hier. So, dann rennt mal. Weit werdet ihr nicht kommen. Hast du leider keine Munition mehr. Der Rest wird leider entkommen. Schade. Schade, schade, schade. Genau, du verziehst dich hier hin. Au. Der hat halt so viel Schaden gemacht, was halt ein Sektoidmeister ist, ne? Und so, jetzt reicht's aber langsam, Leute. Reißt euch mal wieder zusammen. Vienna, hier. Ne, Lockenload. Gut. Dann machen wir es folgendermaßen. Ein Schuss auf den und den verprügeln wir. Tja, als wäre es geplant. Kuckuck. Und da fliegt er. Sehr schön. Du siehst von da oben nichts. Na komm, gib mir erstmal Deckungsfeuer auf den hier. Verstanden. Damit er auf keine dummen Gedanken kommt. Ja klar, du kannst hier hoch. Bakker, du kannst auch mal hier hoch. Meine Rocketeers rücken dann auch gleich mal nach. Du lädst nach. So, Frieda, geh mal hier hin. Six
46%. Probieren geht über Studieren. Wundervoll. Ziel ausgeschaltet. So. Detlef hierhin. Matthias hierhin. Delaram hier rüber. Probier's einfach mal. Nope. Mein Kleiner, was hast du vor? Oh, ich hasse diese Mogelpackung. Naja, halb so wild. Halb so wild. Moment. Du siehst ihn gar nicht. Das ist schade. Matthias, geh mal hier hin. Moment, hat er Neuralfeedback? Moment, du musst ihn ja anvisieren. Neuralfeedback hat er nicht. Na dann, viel Spaß. Naja, eigentlich war das ein absoluter Blödsinn, was ich da gerade gemacht habe. Detlef hierhin. Verstanden, Commander. Bakker hierhin. Muss irgendjemand durchladen? Geladen und entsichert. Munition nachgeladen. Bin wieder soweit. Nun gut, dann müsste ich hier noch irgendjemanden Silas verarzten, aber ich würde mal sagen, das hat noch ein bisschen Zeit. Soll noch jemand nachladen? Nein. Gut. Dann setzen wir in der nächsten Runde unseren neuen Exalt-Freund hier als Lockvogel ein, um uns da oben umzusehen. Wir können so gefahrlos Gegner triggern und diese dann hier von der Galerie abknallen. Ist doch schön, oder? Na dann, geh mal gucken. Hi. Nicht dein Ernst. Ein kleiner, mieser Ätherer. What? Und der hat sogar Itchy Trigger. Alles klar. Na, herzlichen Glückwunsch. Delaram, gib mal einen Battlescanner her. Den brauchen wir jetzt. Steht einfach in Ethera mit Itchy Trigger rum. Na dann würde ich mal sagen, setzen wir hier mal eine Shredder ein. Nee, von hier aus wird es leider nicht. Von hier vielleicht? Jo, das sieht doch besser aus. Na dann, Rakete raus. Steht einfach ein Ethera-Boss rum. Warum denn nicht? Gut, dann fliegt direkt noch eine nächste Rakete hinterher. Die ist auch außer Reichweite, das ist doch nicht dein Ernst. Vienna? Stell dir mal vor, wir wären da mit unseren eigenen Leuten hochmarschiert. Das wäre ätzend gewesen. Kann ich dich hier unten verstecken? Höchstwahrscheinlich ja. Nun. Detlef, geh mal hierher. Mach deine Rakete bitte, Steady. Ich glaube, du verarztest dich erstmal selbst. Wird vielleicht sinnvoller sein.
Kommissaren, verstecken wir dich also erstmal hier unten. Gut. Dann Rest Overwatch. Der Tera wird mir nicht den Gefallen tun und angreifen. Der wird sich höchstwahrscheinlich zurückziehen. Und warten, bis er wieder ausgeheilt ist. Dann haben wir ein Problem. Ja, meine Dicken hier sind ein bisschen verwirrt. Ja genau, da sind wir. Und jetzt rennt er wieder zurück. Ach ja. Und er regeneriert 8 Gesundheit. Alles klar, dann gibt es jetzt erstmal gratis Raketen aufs Haus. Jo, mach mal so rum. Schaden für unseren Ethera-Kumpel. Das ist nicht so viel. Achso, so ist besser. Na, mal gucken, wie viel Schaden es diesmal wird. Und? Darf ich jetzt bitte das Ergebnis sehen? So, Vienna, du. Wobei. Sam kann nur einmal angreifen von hier aus gesehen. Da muss der Angriff also sitzen. Einmal getroffen. Den anderen Angriff werft er zurück. Und? Sieht er nicht gut aus. So, Vienna. Mach ihn bitte kalt. So ein Ethera kann einem ja ganz schön anders werden, ne? Dann schießt du mir bitte nochmal kurz auf diesen Muton hier. Und mit etwas Glück machst du ihn da hinten auch noch platt. Jo, läuft. Sehr schön. Dann können wir ja eigentlich alle aufrücken. Na komm, du kannst ein bisschen weiter aufrücken, damit du näher an der Front bist. Backer hier hin. Lad nach. Lad nach. Taiwo hier hin. Oh, das war's. Nun gut. Ja, noch eine ganze Menge Mutons, Floater. Das war's. Und Sektoids natürlich. Let's do this. Rücke aus. So. Geh mal bitte hier Warte hoch. Bin wieder kampfbereit. Rock and roll. Verstanden. Unterwegs. Einfach mal alle da hoch. Taiwo, du bitte auch hier hoch.
Für nur noch ihr beiden. Sektor ist direkt voraus. Ich glaube, wir sind nicht allein. Glaubst du das also, ja? So, geht mal bitte hier mal alle in Deckung. Vienna hier hin. Muss hier jemand nachladen? Nein, nicht. Weißt du was? Geh mal hier bitte näher ran. Hat sonst noch jemand einen Kratzer abbekommen? Ich glaube nicht. Also dann, heilender Nebel. Jo, damit sind wir wieder bei bester Gesundheit. Affirmative, Commander. Ich mach mich auf. Moving. Verstanden, Commander. Okay. Gehe in Position. Ja, ich brauche da momentan gar keine Deckung. Bin schon dabei, Commander. So. Nochmal kurz abgewartet. So, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, wie es weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.